Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Nicht wundern, ich habe gerade geduscht, deswegen die nassen zusammengebundenen Haare. Die kleine Maus sitzt hier auch neben mir. Und heute geht es um das Thema Wollwindeln. Ihr wisst ja, wir wickeln schon etwas länger mit Stoff. Und ich wurde jetzt schon ganz oft gefragt, wie geht's dir eigentlich auch mit Wolle? Und wie ist das so? Was muss man beachten? Wie fettest du die Wollwindeln? Wie ist das so mit den Wollwindeln? Das wollte ich heute in diesem Video beantworten. Erstmal, wie kamen wir überhaupt zu Wollwindeln? Also, ich wurde da ziemlich schnell ins kalte Wasser geworfen. Ich habe mich nämlich eigentlich so nie an Wollwindeln getraut. Beziehungsweise habe ich mich schon rangetraut, aber ich wusste halt nicht, okay, wie ist das, ne? Wie funktioniert das alles? Und ja, dann wurde ich aber einfach ins kalte Wasser geschmissen. Und zwar hat mir eine Firma eine Wollschlupf-Überhose zugeschickt. Und ja. Dann war ich da und musste mit der Wollschlupfüberhose wickeln. Also musste nicht, aber wollte natürlich auch. Ich war ja neugierig und wollte unbedingt ja, ausprobieren, wie das so ist. Also das hier ist eine sogenannte Wollschlupfüberhose. Die ist jetzt von Designer. Und hier kommen eben die kleinen Beinchen rein, ne? Und hier kommt der Bauch, der Oberkörper sozusagen. Und diese Wollschlupfüberhosen gibt es in verschiedenen Größen, wobei die Wollwindeln ja meistens oder allgemein auch die Stoffwindeln meistens in einer One-Size sind, also von klein, meistens so 7 Kilo, 6 Kilo bis 16, 17 Kilo. Die hier sind für die Größe, also da gibt es wirklich richtige Größen, genauso wie die Kleidergröße. Die hier ist jetzt in 86,92. Ich habe gemerkt, dass man die meistens immer eine Nummer größer kaufen sollte, weil die erstens noch ganz schön eingehen und zweitens, ja, also ich habe jetzt einfach die Erfahrung gemacht, sie trägt jetzt eigentlich 74,80 und ich habe jetzt hier eine 86,92, die einfach perfekt sitzt. Ja, ist meine Erfahrung. Müsst ihr selber ausprobieren. Wir haben auch welche in 74,80, die passen auch. Nur die hier passt einfach besser. Ja, genau, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann zu dieser Wollschlupf. Die kann man einfach über eine Höschenwindel drüber ziehen und dann ist die Windel dicht. Eine ganz normale Höschenwindel wäre sonst nämlich nicht dicht, sondern würde auslaufen. Und deswegen kommt da hier eben diese Wollschlupf drüber. Und dann ist die Windel dicht. Und das ist das perfekte Nachtpaket, weil es natürlich einfach super bequem ist. Wir haben hier keine Gummizug, ja, so ein Gummizug halt von den Stoffwindeln an den Beinen, sondern wir haben hier ein schön elastisches Bündchen, wir haben auch am Bauch ein richtig schönes Bündchen und genau, wer würde nicht gerne in so einer Windel schlafen, anstatt in so einer plastikverpackten PUL-Windel? Ja, und dann geht es eigentlich weiter zu den Wollwindeln. Ich habe hier jetzt vier Stück. Kann ich euch alle mal zeigen. So, das ist meine erste. Die ersten beiden sind von Wickelkinder. Die habe ich euch auch schon mal im Vlog gezeigt. So sehen die von innen aus. Das ist so ein ganz weicher Wollvlies. Also es ist auch richtig schön weich am Po. Von außen haben wir hier einen dampfgelben Leinenstoff und hier hinten einen richtig schönen Baumwollstoff am Poppy. Genau. Hier ist auch das Wickelkinderzeichen noch drauf. Und das ist eine sogenannte Wollvlies-Überhose. Der Wollvlies oder das Wollvlies ist aus kontrollierter, artgerechter Tierhaltung. Also da braucht man sich auch gar keine Sorgen machen, wenn ihr da die Windeln kauft. Dann die zweite von Wickelkinder ist diese hier. Die ist komplett aus Baumwolle außen. Mit so Schwänchen und innen wieder in den Wollvlies. Zum Waschen erzähle ich euch gleich etwas. Erstmal wollte ich euch noch meine anderen zwei Windeln zeigen. Das hier ist meine erste selbstgenähte Wollwindel. Die, ja, da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Die hat mich einige Nerven gekostet und insgesamt drei Versuche, bis ich jetzt wirklich dieses Exemplar hier rausbekommen habe. Ich zeige euch gleich nochmal mein zweites Exemplar. Genau, das ist also meine selbstgenähte Wollüberhose, weil ich mich da jetzt einfach rangetraut habe. Ich wollte das versuchen und ja, ich finde die Wollwindeln einfach ziemlich teuer. Und würde gerne, wenn möglich, komplett auf Wolle umsteigen. Und deswegen eben, ja, weil ich einfach das Kleingeld nicht habe, um komplett mit Wolle zu wickeln, dachte ich, nähe ich die selber.
Wobei diese Windel fast genauso viel gekostet hat wie die andere. Also, da tut sich nichts, weil dieser Stoff. Ich habe nämlich in dieser Windel erstens außen einen Bio-Baumwollstoff gewählt, der auch ziemlich teuer war. Und dann die ganzen Snaps hier, die man braucht. Dann, ja, hier habe ich noch eine eigene Einlage genäht, die ist aus Hanf und Baumwolle. Aber das tut ja nichts zur Sache. Genau, das teuerste ist eigentlich hier dieser, ja, dieses Wollvlies eben, was ich hier drin auch vernäht habe. So sieht das Wollvlies aus, wenn es neu ist und noch nicht gewaschen ist. Und so sieht das Wollvlies aus, wenn es dann mal ein paar Mal gewaschen ist und oder einmal gewaschen und zweimal gefettet ist. Also es wird ziemlich schmal. Ja, das hier ist also meine erste selbstgenähte Wollüberhose. Ja, innen auch wieder mit artgerechter Tierhaltung. Die Wolle, also da achte ich wirklich sehr drauf. Genau. Und das ist eben, wie gesagt, meine erste selbstgenähte. Und die zweite, also mein zweiter Versuch, die ich selbst genäht habe, ist diese hier. Meinen ersten Versuch habe ich aus Jersey gemacht. Und den zweiten dann hier auch außen aus Biobaumwolle. Ja, außen aus Biobaumwolle und innen aus Merino-Strick. Das ist eine zweite Art, um Wollwindeln zu nähen oder zu nutzen. Ja, auch Wickelkinder verkauft Merino-Strick innen und das sieht so aus. Ich habe die jetzt innen hier nochmal in der Hauptpipizone verstärkt. Das heißt, hier haben wir einmal zwei Lagen. Und genau, so sieht eben dieser Merino-Strick aus. Auch der ist ziemlich teuer, aber auch aus kontrolliert artgerechter Tierhaltung. Und genau, das ist eben mein zweites Exemplar, was ich genäht habe. Da war ich jetzt nicht ganz so zufrieden. Aber ich bin auch ein kleiner Perfektionist und genau, das ist eben mein neuestes, tollstes Modell. Ich bin echt mega begeistert davon. Kann man ja mal sagen, ne? So, genau, also, das sind jetzt meine Wollwindeln, die ich so habe. Ich habe noch zwei Wollschlupfs. Einmal in rosa, einmal in blau-rot gestreift. Ja, dann kommen wir jetzt zum Waschen der Wollwindeln. Also, Wollwindeln sind dafür bekannt, dass man sie einfach nicht so oft waschen muss. Und man braucht auch nicht so viele Wollwindeln wie zum Beispiel Stoffwindeln. Das macht halt auch wieder den Preis dann aus. Also es ist dann okay sozusagen, dass Wollwindeln ein bisschen mehr kosten als eine normale PUL-Überhose, weil sich das wieder ausgleicht, weil man von den PUL-Windeln einfach mehr braucht. So, ich habe die Kleine mal eben in ihre Spielecke gebracht. Ja, also von den Wollwindeln braucht man, wie gesagt, eben weniger als von den PUL-Windeln. Das ist einfach so, weil diese Wollwindeln reinigen sich selbst. Das hört sich jetzt eklig an, aber die Wollwindeln stinken nicht, wenn da irgendwie Urin raufkommt. Wenn ihr sie auswascht, wenn da ein bisschen Kot draufkommt, dann ist es auch völlig in Ordnung. Ihr seht, hier habe ich so kleine Schatten, aber das war's auch. Mehr habe ich da nicht irgendwie mit Kot oder so. Und ja, ich habe die jetzt schon, glaube ich, 2 Monate. Und ich habe sie jetzt das erste Mal gewaschen und davor immer nur mit der Hand ausgewaschen, wenn sie mal dreckig war und auch erst zweimal gefettet. Also man denkt immer, Wollwindeln sind so viel Arbeit und man muss sie so oft fetten, man muss sie so oft waschen. Aber im Endeffekt, wie gesagt, ich habe die jetzt 2 Monate und ich habe sie erst einmal gewaschen, das war jetzt vor kurzem, und habe sie das zweite Mal gefettet. Und genau, Wollwindeln müsst ihr eigentlich auch nur so alle 4 bis 5 Wochen mal waschen. Außer ihr fühlt euch unwohl, dann könnt ihr sie natürlich waschen. Wenn ihr denkt, okay, ist jetzt schon so oft getragen, dann wascht ihr sie einfach. Aber im Endeffekt könnt ihr sie ruhig 2 bis 3, 4 Wochen benutzen. Das ist gar kein Problem. Weil diese Wollwindeln eben geruchsarm sind und nicht irgendwie stinken. Ich habe auch noch nie irgendwas gerochen an dieser Windel. Also ich bin echt richtig begeistert davon. Und genau, danach, nach dem Waschen, fettet ihr sie einfach. Waschen könnt ihr die einfach auf dem Wollprogramm bei 30 oder ich wasche immer auf 20 Grad. Genau, 20 Grad. Genau, und danach fettet ihr sie einfach. Und wenn ihr sie gefettet habt, zum Fetten mache ich nochmal ein extra Video. Oder ihr schaut mal bei Instagram vorbei, da habe ich vor kurzem erst einen Post verfasst. Genau, der Link ist in der Infobox zu Instagram. Und nach dem
fetten, tut sie noch mal kurz in die Waschmaschine zum Schleudern, sonst brauchen die nämlich ewig zum Trocknen, weil die saugen sich natürlich sehr, sehr voll mit dieser Fettkur. Und genau, deswegen schleudere ich sie noch mal kurz, auch nur auf 400 Umdrehungen, weil sonst gehen die auch kaputt. Und dann trocknen sie so ungefähr 2 Tage, 1 bis 2 Tage. In diese Wollwindeln könnt ihr eigentlich alles reinmachen, was euch gefällt. Ihr könnt da ein altes T-Shirt reintun, ein altes Handtuch, ihr könnt da eine Mullwindel reinmachen, ihr könnt da eine Pre-Fall reinmachen. Ihr könnt in diese Wollwindeln, dieses Wort, ey, das ist so schwer. Ihr könnt dort alles reinmachen, was ihr wollt. Ich habe jetzt zum Beispiel hier eine Einlage genäht, aus Hanf und Baumwolle. Und diese Einlagen könnt ihr eigentlich hier reinlegen. Zack, 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 um den Popis rum und fertig. Und dann, wenn ihr das Kind gewickelt werden möchte, so meistens nach 2, 3 Stunden, zack, in die Wäsche. Die Wollwindel lasst ihr auslüften, nimmt eine andere, benutzt eine neue Einlage, tut die Einlage ums Kind, wickelt beim nächsten Mal wieder, zack, und dann könnt ihr im Endeffekt wieder die andere benutzen. In der Zeit hat sie nämlich schon ausgelüftet. Ich hänge sie mir über den Badewannenrand. Das ist super. So, ich muss mal eben stillen. Die Kleine ist schon sehr, sehr hungrig. Ja, also, ich hatte oder habe ja nur diese 2 Windeln im Einsatz, weil meine anderen beiden, die ich selbst genäht habe, habe ich noch nicht gewaschen und habe sie auch noch nicht im Einsatz, weil die gerade erst 2 Tage fertig sind. Also, und ich konnte mit diesen beiden Windeln auch schon mal eine komplette Woche durchwickeln. Und ich hatte dann am Ende der Woche wirklich nur Einlagen zu waschen. Das allein ist eine riesen, ja, ist ein riesen Aufwandsunterschied. Also, ob ihr jetzt ganz viele All-in-One-Windeln, Pocket-Windeln und so waschen müsst oder ob ihr nur diese Einlagen waschen müsst. Ist ja, und auch diese hier könnt ihr dann einfach waschen in der Waschmaschine, auch wieder fetten. Wie gesagt, zum Fetten mache ich nochmal ein extra Video. Wenn ich das nächste Mal mache, nehme ich euch da live mit. Und genau, dann kann es losgehen. Also ich empfehle euch wirklich, schaut euch die Wollwindeln mal an, falls ihr überlegt wegen den Wollwindeln. Genau, gebt dem Ganzen eine Chance. Eventuell kauft ihr auch eine gebrauchte irgendwie bei eBay oder so, falls ihr es ausprobieren wollt, weil eine reicht da auch schon enorm. Man kann, wie gesagt, auch super in Kombination wickeln. Also mit PUL-Windeln und mit Wollwindeln, das ist gar kein Problem. Genau. Also das ist absolut möglich. Probiert es einfach mal aus. Ich bin, wie gesagt, total begeistert und bin froh, dass ich da so ins kalte Wasser geworfen wurde. Mich erwartet jetzt noch ein Paket. Ich denke, heute kommt das sogar mit 2 neuen Wollwindeln. Also, ja, da bin ich auch sehr gespannt, wie die sind. Werde euch dann auf jeden Fall berichten. Ja, ich könnte gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr mit Wolle wickelt oder ob ihr es probieren wollt. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!